So, liebe Leute, und herzlich willkommen back in Amnesia. Wir sind wieder in der Hut. Und ja, kick nicht so. Ich sehe wirklich so aus. Ich habe mir die Haare abschneiden lassen. Und ja, ich bin diesmal nicht alleine. Ich habe den lieben Michael bei mir an der Seite, meinen Saufkumpan für den heutigen Abend. Und wir spielen jetzt eine Ründchen Amnesia. Ne, wa? Moin, Jungs! So, jetzt können wir endlich mal loslegen. Ich habe das Gefühl, die Töne sind gar nicht da. Ey, nicht lachen, ich muss das hören. Doch, die Töne sind da. Supi. Dann können wir ja loslegen und suchen die letzten Pferdchen aus dieser Amnesia. Custom Story. Von deinem Handy kommt das Klingeln. Willst du mich verarschen? Ich hab's auch gerade gemerkt. Wir haben uns den ganzen Abend gefragt, wo dieses scheiß Klingeln herkommt. Und er hängt mir das an, dass das von mir käme. Und dann kommt das von seinem Scheißteil. Also Leute, ganz ehrlich, Das ne? geht gar nicht, ich weiß, aber ja, ist normal. Ach, guck mal, die Tuse, die hat sich hier mit einer Spritze umgebracht. Hat sie sich wahrscheinlich gerade in den Arsch geschoben oder so. Drogenjunkie, willst du warten, ne? Drogenjunkie? Drogenjunkie. Was haben wir denn hier? Ich will das haben, her damit. O4 Norm, was auch immer. Was ist denn das? Einmal kicken, los. Sieht aus wie Laserschwert da hinten, ey. Das ist eine Neonröhre, bist du bescheuert? Sieht aus wie Laserschwert, weil Star Wars ist back, ey. Star Wars is back. Stoop! Ich weiß auch nicht, wie viele Parts wir zusammendrehen, je nach Lust und Laune. See. Ein Part dauert immer 20 Minuten, ne? Ja. Ja, habe ich glaube ich schon mal gerade gesagt. Ja, mehr als einmal. Amy, ist das ja? Bist du nicht Tine Wittler und musst dir die Wohnung hier einrichten, ey? Klar, ich roll hier einmal durch und dann ist halt alles dann sowieso ist auf Tine krass Wittler, Dicke aufgeschlossen. Von RTL, ey. Fett, oder? Ah, hier ist auf jeden Fall erstmal nix. Glaub mir, das ist brutaler, als es aussieht, auch wenn die Herzchen an der Wand kleben. It's gay. Was du meinst. Mein Leuchtstab! Ach ne, hier waren wir, glaube ich, in dem letzten Teil noch. Klar, hier habe ich diese Dings rausgeholt. Den. Entschuldigung. Mahlzeit. Den Schwengel. Wir trinken gerade fein Whisky. See. Und meine Frisur sieht wirklich so aus. Ja. Beschwert euch nicht. Ich fühle mich so wohler. Ich weiß, das ist auch für euch ungewohnt, aber. Glaubt mir, ich fühle mich damit wohler. Oh, ich grab jetzt hier was. Mal hier noch Mitleid, da bringt eh Ich nichts. mach Kinn hier auf Mitleid, du. Hier ist schon wieder so dunkel. Ach, ich laufe jetzt hier einfach durch. Ach nee, hier war ich schon gewesen, aber hier habe ich ja nichts gefunden. Ich kick noch mal, sicherheitshalber, wa? Wa? Ist das ein Kinoraum oder was? Keine Ahnung, wa? Ist einfach so da, wa? Passt schon. Hier war mal in die andere Richtung, wa? Jo. Ich immer mit dem war. Du sah nichts, aber ich auch war. War ich hier jetzt schon drin? Ja, Ja. da komme ich doch gerade her. Dammich! So. Einmal gut genug aufgeregt. Die Musik ist schön. Am Sternenhimmel, Da Sternenhimmel, oh. winkt ein Pimmel von oben herab. Ich gehe mit meiner Perle und meine Perle mit mir. Na, wie war das? Wir schießen uns in die Köpfe und lachen tun wir. Yay! Yo. Alles Improvisation, das haben wir nicht eingeübt. Wir sind hochprofessionell. Ah, total. Ach, guck mal, da liegt die nächste. Schwimmtote. It's raping time. Was machst du mit den Oh, ganzen Weibern? oh, 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 oh. Ich glaube, die sehen Alter dann I! neue Frisuren fallen tot um. Alter I! I! Zensiert! Alter, dein Rock ist ein bisschen Was heißt bei. Rock? So. Hier liegt aber auch nichts. Wieso? Was soll denn das? Irgendwo habe ich entweder. Hast du da irgendwas liegen? Achso, nee, da ist deine Hand liegen. Achso, okay. Ich lasse die mal erlehne. Oh, ich kann die anfassen. Kann ich die anfassen? Hinweis! Hauptsache eine Möpse, ey. Zum Schieben, die linke. Oh, nicht schlecht. Ja, ist klar. Okay, wenn das jetzt so weitergeht, dann wird das ein Quatschpart. Da kann ich auch nichts dran machen. Aber ich finde hier gerade keinen Schlüssel und ich habe auch keinen dabei. Hallo, Schlüssel. Where are you? Ja, nee, nicht da. Ah! Ach, guck mal, hier steht noch so ein Pferdchen. Ach, die muss ich ja suchen. So ein Pferdedildo. Vielleicht kriege ich ja dann was von ihr, wenn ich jetzt dieses Pferdchen hier aktiviere. Muss er irgendwo reinschieben oder was? Klar. In ihr Face. Kommst du woher? Pferdedildo, namens Fred. Aha, ach, das ist ein Kind. Das ist hier so ein Bioshock-Tier. So, irgendwo da. Das brauchen wir, glaube ich, noch. Zwei. Ja, kann sein. Würde ich mal Wo sagen. ist der Schlüssel, dieser verfickte? Da, ne.
Das ist mein Mini-Dildo. Der spendet mir Licht. Ich spende dir Licht. Alter, die hat schon wieder gesprochen. Auf zu sprechen. Die ist voll creepy. Die wollte ich am Anfang im ersten Part mit einer Bibel bekämpfen. Also bist du nicht der Exorzist? Deine Mama ist ein Exorzist. Nee. Dieser Dämon ist persönlich. Hm? Dieser Dämon ist persönlich. Oha. Wo ist mein Stick hin? Da oben, nee. Nee, der liegt da in der Ecke, ich hab's gesehen. Müssen wir übertrinken? Hm. Okay. Aber ich komm trotzdem nicht weiter. Wo war das, wo das so dunkel war? Alter, jetzt hör auf damit! Ach nur, ja, hier ist sie. Aber in diesem Kinoraum, der muss was sein. Die Tür habe ich, glaube ich, im letzten Part aufgeschlossen. Da muss etwas sein. Ja, musst du gründlicher gucken, Junge. Hier ist meine Bibel wieder. Wie heißt die? Los, sag schnell die 10 Gebote. Pflanzenreich! Alter, Photosynthese und so, ne? Nee, ist der kleine Bruder vom Dritten Reich. Alter, der Dritte Reich gab's doch nicht lange. 15, 12 Jahre. Komm her! So, ne? Oh, das ist mir schon beim letzten Mal passiert. Komm! Oh, diese scheiße Dildos. Ich dachte, die Tür. Ach, guck mal, hier liegt noch einer. Du hast sie bestimmt von deiner Mama geklaut, die Dildos. Jetzt hör mal hier auf da. Zieh dich gleich durchs Mikrofon. Jetzt. Boah, das hatte ich schon letzten Part so Probleme mit. Ein absoluter Lichtskeller, der Marc. Deine Mama. Hier muss doch irgendwas liegen, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe hier zwar muss doch irgendwo ein Schlüssel oder irgend so ein Scheiß liegen. Wo? Tun. Ich dachte schon, was sind das für Geräusche jetzt? Welche Stühle bewegen? Ja. So. Go away. Hau ab! Tine Wittler ist wieder am Werk. Tine Hittler. Tine Hittler. Ein Marsch in 4 Wänden. So nicht, das kann ich noch nicht. Ne, kann ich nicht. Wir sind altmodisch. Ist doch vom alten Eisen, wa? Ja, so ungefähr. Ich krieg das nicht! Ich bin ja schon quasi scheintot. Also ein Batcan, wa? Ein Batcan läuft. Ach, krieg mal an! Pferdekopf. Aber ja, ob ich deswegen... Vielleicht kriegst du dann irgendwie einen Schlüssel. Wenn du alle Pferdeköpfe sammelst. Mhm. Aber irgendwo muss auch noch der letzte dann sein. Ja. Ich meine, komm mal ein Batcan voran, wa? Ja, ein bisschen, ne? Aber ich brauche trotzdem den verkackten Kackschlüssel. Sieh. Weh, du verbackst dich jetzt auch mal in der Wand, dann kriege ich einen Schreikrampf. Hier hast du ein Pferdedildo. Ja, ja. Was labert die Alte denn? Hast du vielleicht da einen Schlüssel? Jetzt guck doch nicht auf ein Fläumchen. Hier, spiel mit deinem Pferd. Oh komm, wir nehmen das Pferd mit. Nee, doch nicht. My little body. Dein little... Ach nee, das ist das Badezimmer, da ich auch so einen Schlüssel. Boah, wo ist dieser verkackte Schlüssel? Ich muss doch hier irgendwo weiterkommen. Das gibt es doch nicht. Bin ich denn blind oder was? Sag jetzt nichts, Alter. Ich sag gar nichts mehr. Ich hab keine Haare mehr vor den Augen hängen. Ich glaub, du hast einfach nur zu viel Ethanolalkohol gesoffen, aber du bist immer auch blind, ey. Du trinkst doch immer nach dem Schulhof, auf dem Schulhof Hustensaft. Vielleicht hab mal Flachmann immer noch, weißt du? Ja, Hustensaft. Ja, ja. Hier muss doch was sein, also hier haben wir nichts gefunden, also muss hier doch... Vielleicht muss man runtertauchen. Das ist knietief, das Wasser, darin soll ich tauchen oder was? Also ich mit meiner Größe würde drin ersaufen. Wahrscheinlich. Ach so. Oh, schade, ich dachte, da wäre jetzt irgendwas Geiles, aber. Kann doch nicht sein, hier muss da ein Schlüssel liegen. Wer? Schieb. Liegst du vielleicht auf den Schlüssel? Schiebst du einfach weg, die Alter. Ja, nachher schiebt die mir was. Ich schieb dir was wo rein. Ja, ja, eben. Versteh. It's Rave. Ich steh da nicht so drauf, wa? Ja. Ich dachte schon wieder, da liegt, weil es ist immer diese verkackte Spritze hier. Ich will mir auch mal einen Schuss setzen. Komm mal hier. Kommst du? Nein! Nein, nicht ins Wasser rollen! Hurensohn. Trottel. Hurensohn von Spritze. Das ist der adlige Name. Hurensohn von Spritze, ja. Okay. Erzähl mal einen Witz, deine Mutter. Ich finde den verkackten Schlüssel hier nicht. Hier muss doch was sein. Was ist denn da? Ist halt nicht eine Notiz. Notize, vielleicht steht da immer drauf. Kann die aber auch nicht grabben. Ne, kann ich nicht ändern.
Vielleicht hat sie ein Buch gelesen, ist zu intelligent geworden und dabei gestorben, deswegen liegt sie darum. Also liebe Kinder, lieber Videogame spielen und nicht lesen. Lesen verblödet. Lesen macht blöd, wollte ich gerade sagen. Alter, fast du bist zu fett. Ich nehme den Preis nicht an. Kann doch nicht wahr sein, dass hier kein Schlüssel liegt. Alter, wie spät haben wir? Kick mal eben auf die Uhr, wa? Ah, 10 Minuten hast du noch. 10 Minuten habe ich noch. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich die dabei verschwende, hier nach etwas... Boah, ich dachte, da wäre gerade was. Irgendwas zu suchen, was nicht ist. Oder ob ich mal eben einen Cut dazwischen setze. Ich würde es bald sagen, weil es hat sonst... Ich guck noch mal eben... Die Zuschauer sonst auch langweilig waren. Ja, ich kick eben noch mal ganz in Ruhe, wa? Und dann scheiche ich hier wieder irgendwo so assi-mäßig was drauf rum. Boah, Entschuldigung. So eine Porto, die Pizza, die macht's, wa? Pizza. Da konnte ich doch auch was an. Ach, ich kann das. Kann ich das Regal? Ich kann das Regal greifen. Och, ihr seid doch assi. Tür. Kai. Ach, ihr seid doch assi. Ich kann die Tür. Ach, das ist ein Schrank. Das muss man erstmal wissen. Seh. Gut, dass ich. Die Musik beunruhigt mich irgendwie. Ich glaube, da ist. Hörst du Musik? Ich höre gar nichts. Ich höre irgendwelche Geräusche, das reicht. Ist das nicht? Ich höre nichts. Du bist taub. Ja. Ein Einhornpony! Da muss er. So. Oh, ein Gold. Go, Pferdchen, go! Hey, den müsst ihr bei eBay reinsetzen, der ist ja was wert. Auf jeden Fall eine Super Saiyajin. Gedönsfrisur. Alter, wenn ich jetzt wegen diesem verkackten Regal hier nicht mehr rauskomme, ne, dann reiß ich dir den Kopf ab. Das macht nix. Ne? Ja. Was? Nix. Das läuft gerade so leckfrei. Ich wohin bin ein wenig. Gehst du? Wohin? Ich gehe mit dir mit Whisky nach Wurst. Oh, 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 fick dich! Nein! 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 Ich hab dich doch chillen lassen! Lass mich in Ruhe! Lass mich! Ich komm hier nicht hoch! Oh! Jetzt rennt hier noch so ein Viech amok! Alter, ich hab den Stab der Gerechtigkeit, ne? Den schiebe ich dir mitten in your face! Einmal hier ums Mikro greifen. Das will ich sehen. Kann ich dir gleich zeigen. Wenn ich jetzt nicht so eine Angst vor dem Tier hätte. Alter, da sah doch ganz lieb aus. Ey, es hat die Tür zugemacht. Die ist sozial. Steht wahrscheinlich genau jetzt hinter die Tür, weil ich die Tür nicht weiter aufkriege. Alter, geh mal von der Tür weg. Ey. Ohne Witz. Ja. Ohne Witz jetzt. Steht die. Oh, das gibt's ja nicht. Hier. Lest den kleinen Bruder vom Dritten Reich. Du schmeißt mit der Bibel. Guck mal, guck mal. Buch. Fang das Buch, fang das Buch. Fang das Buch. Upsa. Yo. Oh, jetzt ist es weg. Verzogen zum Lesen hat sich treu. Hab ich schon vor Wut gespuckt. Jetzt ist der Bildschirm kontaminiert. Deine Mama ist kontaminiert. Ja, bei deiner Frisur auf jeden Fall. Ach nee, hier ist nur dieser Kinoraum. Das bringt mir auch nichts, ich will hier raus. Ein fetten Buch, wa? Was soll denn die Scheiße, ganz ehrlich? Gott sei Dank, man gibt's den Pumpgun. Okay, Leute. Ich sag dann mal einfach ganz brav so, das war's jetzt für diesen Part. Im nächsten habe ich dann alle Pferde collected und die Tür ist dann wenigstens wieder offen. Ich werd's normal spielen. Ansonsten schrauben wir die Tür auseinander. Und deine Mama. So Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Hauen Sie rein, ne? Ciao. Gott, ich hasse diese Bugs. Aber eben.